Wir sind jetzt hier bei dem THW. Kannst du uns mal sagen, was THW denn eigentlich heißt? Das ist das Technische Hilfswerk. Das Technische Hilfswerk. Und was helft ihr? Ja, bei verschiedenen Sachen, zum Beispiel wenn Häuser abgestützt werden müssen oder ähnliches, dann kommen wir oder wenn ja verschiedene Sachen halt, sowas wie Häuser abstützen oder Räumen zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel in Groß-Gerau nämlich den einzigsten Bergungsbagger in Groß-Gerau, in Deutschland. Ja. Was machst du jetzt hier gerade? Ich montiere einfach das Schild ab. Ah, also den ist auseinander. Ich denke, das Technische Hilfswerk setzt wieder zusammen. Nicht unbedingt, es räumt, also es macht auch auseinander, zum Beispiel wenn Bäume die Straße blockieren oder so. Aha, okay. Ja. Also ähnliche Einsatzgebiete wie die Feuerwehr, nur halt nicht löschen. Mhm. Ohne löschen, ohne Wasser. Ja. Wie lange bist du schon beim Technischen Hilfswerk? Ich bin jetzt seit einem Jahr erst dabei. Seit einem Jahr, da musst du praktisch noch so die Hiwi-Arbeiten machen, die hier anfallen. Nee, eher nicht, also eigentlich noch nicht, also nicht mehr. Okay. Ja gut, dann danken wir für das Interview. Wir wünschen dir noch viel Spaß beim ersten Tag hier in Oberursel. Ja, danke. Ja. Und dann alles Gute noch bei deiner weiteren Laufbahn beim THW. Ja. Okay, danke. Tschüss.